Also es gibt noch einen anderen Zugang zu dieser Höhle. Du müsstest dann eben dich von oben runterlassen. Ja. Ach so, ich habe ja ein anderes Portal, also ein anderes Tor sozusagen, Tür, wie auch immer. Nein, also ein weiteres Tor nicht, aber du könntest dann eben neben dem Portal von Charybdis gibt es einen Ausgang, der dann wohl auf das offene Meer führt, was natürlich bis in die Niederhöllen verseucht ist durch die, ja, durch einfach die, das Portal von Charybdis. Und wie gut Pforte der beleuchtet, Trunkenen. wie gut beleuchtet ist diese Höhle? Ist liegt die so ein bisschen Dämmerlicht oder? Ja, es ist alles Dämmerlicht auf alle Fälle. Also wie gesagt, es gibt halt Licht, was von oben kommt, aber Schatten, die von den Portalen geworfen werden. Also sowohl Belshirasch Pforte, die Pforte der ewigen Jagd und auch die Pforte der Hollenglut werfen dann eben zuckende rote Schatten oder eben weiße Schatten. Die sind aber noch geschlossen, Die sind richtig? beide geschlossen. Blind. Du kannst nur blinde Funken und blindes Eis erkennen, was dort hinter dann wabert. Sie sind beide geschlossen. Nun, ich könnte mich mit einem Kantus an den Wänden herumklettern und versuchen, in die Nähe dieser offenen Pforte zu gelangen. Und dann, Kapitän, Und eine dann. Dämonenarche scheint abreisen zu wollen. Sie sind hier wohl fertig. Wenn wir warten, bis sie weg sind, dann ist die Gefahr wenigstens um einiges geringer. Aber in dem Moment, wo sie weg ist, werden die Echsen vermutlich zu diesem Durchgang kommen und den Raum verlassen. Ihr kennt euch doch am besten aus, Kapitän. Könnte man die andere vernichten? Nichts ohne weiteres. Sie sind zu groß. Es würde viel Aufwand erfordern. Nun, ich werde euch keine Handlungsempfehlung geben. Aber ich weise darauf hin, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zumindest jemand Wichtigen zu erschießen. Und ich bezweifle, dass man ihn so einfach erschießen kann, aber das wäre unsere letzte Option, wenn wir fliehen müssen. Ich hätte selbstverständlich die Möglichkeit, den Gott in die Irrematis ein wenig unter die Arme zu greifen. Aber dies dauert. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Wenn wir den Schuss nehmen wollen, dann jetzt oder nie. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Das weiß ich auch nicht. Aber bevor wir hier mit leeren Händen rausgehen. Ich berate nur den Kapitän. Ich beuge mich selbstverständlich seiner weisen Ich Entscheidung. beschratschlagen, wir gehen ge wir etwas weiter hinein in den Gang und können wir in Ruhe beraten. Ja, ein paar wenige Schritte, die ihr gemeinsam gehen könnt, und dann steht ihr wieder vor dem Schrein der Ordnung, vor Aldinor. Passend. Kapitän, wenn ihr hinüber gelangt, und ich nehme an, dies gelingt, da wir euch wohl tatkräftig unterstützen können, wie gedenkt ihr, die Pforten zu untersuchen? Denn eine magische Untersuchung braucht Zeit. Vermutlich mehr Zeit, als ihr aufbringen könnt, ehe ihr entdeckt werdet. Wir können uns nicht tagelang durch den Dschungel laufen. Ja, und? Aber das gilt auch, wenn sie Abelmir entdecken. Nun, ich könnte mich magisch tarnen. Wie gut das wirkt, das wird sich zeigen. Wir könnten ein Ablenkungsgefecht starten, aber wie lange das dauert, das wird sich auch zeigen. Eine magische Analyse dauert sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ob ihr 10 Minuten durchhaltet. Wir könnten ansonsten versuchen, die Dämonenarche zu infiltrieren und ihr Herz zu zerstoßen. Sobald ihr sie betretet, bemerkt sie euch. Nun, dann müssten wir schnell handeln. Wir haben das schon einmal versucht und waren damit nicht sehr erfolgreich. Man merkt wahrlich, dass du noch nie auf einer Dämonenarche warst. In der Tat. Naja, ich denke, wir haben tatsächlich alles erreicht, was wir diesmal erreichen können. Ich möchte ungern mit leeren Händen von dir ziehen. Ich muss es zumindest einmal probieren. In dem Falle könnten wir auch den Schuss nehmen. Dann schifft ihr heillos durcheinander. Ihr müsst fliehen, aber nun, ich hätte Zeit, vielleicht dieses Tor zu untersuchen. Vermutlich wären dann alle Augen auf uns und wir könnten sie von hier fortlocken. Und so. Und wie wollt ihr wieder aus dieser Kaverne herauskommen, Abelmir? Nun, ich klettere nach oben heraus. Soll ich euch einen Karakil zur Seite stellen? Nein, das ist nicht nötig. Nun gut. Du musst sein wie eine Spinne. Unsichtbar und schwarz. Was habe ich vor?
Herr Kalle, aber Kapitän, ihr werdet es selbst diese halbe Meile, die es ist, sicherlich nicht alleine durch den maraskanischen Dschungel schaffen. Wir werden uns oben irgendwo treffen müssen. Warum nicht an der Oberseite, dort, wo wir in die Gräben eingestiegen sind? Nun gut. Es scheint ja irgendein Loch zu geben, sonst würde kein Tageslicht in die Höhle fallen. Vielleicht könnten wir nach oben? Einen solchen Weg müssten wir allerdings erst einmal finden. Und ich denke nicht, dass dies während einem laufenden Rückzugsgefecht möglich ist. Nun, dann sollten wir sie vielleicht nicht auf uns aufmerksam machen. Wenn Abelmir durch die Schatten geht und wir ihn oben erwarten? Es geht darum, sie von ihm abzulenken, während er die Analyse durchführt, was dauern wird. Ja, also ich halte es am sinnvollsten. Abelmir infiltriert das Ganze, gibt uns ein Zeichen, daraufhin setzt Diamantis den Schuss. Die ganzen Viecher werden uns hinterherlaufen und wir rennen weg und ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Dies ist ein akzeptabler Plan. Vor allem, da wir jetzt vielleicht eine verlässliche Peilung aus dem Limbus anstellen könnten. Könnt ihr Serpentier zusätzlich einen Schleier auf mich legen? Er wäre nichts lieber als das, Kapitän, sagt er mit einem breiten Grinsen. Sehen wir einmal. Hier. Kapitän, vielleicht nehmt ihr Tilikala mit. Er kann ebenfalls an den Wänden hochklettern und kann oben auf euch warten. Dann kann er euch wenigstens durch den Teil des Dschungels führen. Er kann sich vermutlich nicht so gut tarnen wie ich. Kann er so gut klettern? Er wird mich wahrscheinlich nur aufhalten und er kann mich bei der Untersuchung nicht unterstützen. Setzen wir unser Vertrauen in die Götter. Dann, haltet einmal still, sage ich zu Abelmir, und starke eine gestandene Spielrunde lang um ihn rumrum. Und fasse jeden einzelnen Saum seiner Kleidung einzeln an und murmel währenddessen leise vor mich hin. Das glaube ich übrigens völlig erleichtert. Ich habe verhüllte Aura insofern. Hier steht nicht, dass es das erleichtert. Ich glaube, das addiert sich hinter. Steht bei so Sonderfertigkeit drin. Das erleichtert. Wenn ich das wirke, meine Probe um 5 Punkte sogar. Ich weiß nicht, ob sie dich auch gilt dann. Nein, in dem Fall. Ja, warum nicht? Also ich habe überlegt, ob ich dir die Hälfte gebe, aber ich gebe dir die 5 Punkte. So. Okay, weil dann nehmen wir eine Halbierung der Zauberdauer mit. Und nehmen wir noch eine Halbierung der Zauberdauer mit, glaube ich. Das ist eine Erschwernis von 10, da kommen 5 Punkte Erleichterung drauf, das sind dann noch 5, das halbiert sich auf die 3 runter. Ich denke damit. 50 Kampfrunden. 50 Kampfrunden. Was, 2 Minuten sind? Ja, 2,5. Na, 2,5 wäre eine Halbierung. So, 5 Minuten. Es sind 50 Aktionen, so. Also 25 Kampfrunden, richtig. Also 25 mal 3. 75 Sekunden. Etwas über eine Minute. Ich denke, das kriegen wir hin. Wie gesagt, das ist zweifache Verkürzung. Erschwernis von 3. Jetzt mir eingerechnet, das sind dann 11 Punkte über. Ja, ich habe keine blockenden ASP angesagt, denn ich glaube an meinen ZFE. Von daher kostet mich das Ganze einen ASP und aber mir ist um 11 Punkte schwerer zu erkennen. Mit einem Odem von Dämonen, beziehungsweise die Er senkt ihre Sinnenschärfe, beziehungsweise ihren entsprechenden Talentwert um 11 Punkte. Und meine Orfe gibt mir noch zusätzlich noch 5 Punkte. Genau, das mit ist eine Dämonensicht von den Dämonenarchen, beziehungsweise von anderen Dämonen, die da irgendwie rumlaufen. Rundumblick Odem wirkt bei mir gar nicht übrigens. Ja, aber du kannst ja noch auf profane Art und Weise gesehen werden. Das kann ich. Ja. Dafür, dafür habe ich nichts, sorry. Aber deswegen werden wir auch die Ablenkung starten. Dann, wenn er drüben ist. Für Dämonen ist es so, die Proben ihre Sinnenschärfe wie sie auch alles andere auf Proben auf dem W20 und das ist halt immer verschwert. Ich prüfe so lange den Mechanismus meiner Apollone, dass sie auch bloß keine Ladehemmung hat. Ach ja, das Ganze hält bis. Wie viel Uhr haben wir? Ihr seid 3-6 Stunden seid ihr marschiert zum Friedhof, also wird es jetzt 17 Uhr sein, so ungefähr.
Ja, dann hält das bis gut nach Mitternacht. Machen wir 15 Uhr. Es hält bis gut nach Mitternacht. Also, 2, um genau zu sein. Ausreichend, denke ich mal. Gut, dann würde ich einen Spinnenlauf auf mich wirken. Ich würde mal bei Zeit lassen. Und zwar, ich würde erstmal 10 Minuten ansetzen, um in die Nähe dieser anderen offenen Pforte zu kommen. Sekunde. Wie gesagt, in diesem Fall brauche ich keine Kletternprobe, weil ich klettere wie eine Spinne. Ich bleib haften an dieser Wand und. Wie lange hält das? 7 ASP plus 2 pro Spielrunde. Ich habe gesagt, ich lasse mir 10 Minuten Zeit, also ich bräuchte 11 ASP dafür und spare 1 ASP durch den Stab nochmal. Okay. 10 also Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Willst du das aufrechterhalten oder musst du das vorher ansagen? Nein, das muss ich nicht aufrechterhalten, muss ich vorher ansagen. Wenn ich ein Doppelagent wäre, würde ich warten, bis er drin ist, dann den Schleier fallen lassen und dann Hey rufen. Zum Glück arbeite ich ja nicht mit Polygon. Zulamin bitter enttäuschen. Vor allem das Heyrufen macht eh nichts, weil der Dämon das ja deswegen nicht checkt. Magisch Heyrufen. Ja, trotzdem. Aha, okay. Dann würde ich anfangen loszuklettern. Ich würde mal probieren, den Schatten zu halten, natürlich. Ja, dann gib mir trotzdem mal eine Schleichen. Nicht, weil sie sowieso nicht gut, aber du bist ja auch nicht sauber, ne? Eine Ignoranz wirkt da nicht auf Dämonen, insofern habe ich es gar nicht probiert. Ja, aber sie haben einen herausragenden Geruchssinn. Dann würfel ich eine Sinneschärfeprobe. Und also du bist halt durch den Dschungel doppelt 20. Aber riecht es hier drin nicht auch? Also erst, hast du noch ein Chip? Nein, ich habe den vorhin benutzt. Irgendwie. Okay. Dann, du gehst nach draußen in die Kaverne. Kletterst die ersten 3, 4, 5, 6, 7 Schritt und dann merkst du, wie sich die Echsen in deine Richtung umdrehen und dich an der Wand anstarren und dann fangen sie an zu knurren. Krass. Was willst du tun? Sobald ich merke, dass die ihn bemerken, möchte ich eine Liturgie anfangen zu wirken. Ist gut, lass dir Zeit, Rocky. Du kommst an, wenn du so richtig hältst. Ja, dann bis gleich, ne? Ja, wir reden dann nächste Woche. Ich würde Daumen klettern. Okay, du kletterst weiter nach oben. Du kannst Belustigung in ihren Blicken erkennen, wenn sie so etwas kennen als Echsen. Und sie lassen dich erst einmal gewähren. Du kannst sehen, wie Cho und Tak, Xquis Lysre, seinen Finger genüsslich hebt und in deine Richtung weist. Wenn ihr mir noch einen Bolzen reichen möchtet, Diamantis? Ja, ich reiche ihm schnell den Bolzen. Danke. Ja, und ich mache schnell einen Pfeil des Herzens drauf. Ja, alles klar, dann gehen wir jetzt trotzdem mal in den Kampf Runde Initiative. Oh nee, dann spare ich's mir. Doch, dann spare ich's mir. Also wenn ihr jetzt anfangt mit irgendwelchen langfristigen Zaubern. Ich wollte gerade sagen, das dauert 40 Aktionen, dann spare ich's mir. Genau, also kannst du es dir sparen, kannst auf alle Fälle den Bolzen nehmen und über den drüber streichen, musst den Zauber nicht anfangen, aber der Aquafaxius mit, was ist denn das, enger Strahl oder so. Kann ich vorhin noch einen Zauber wirken? Du hängst an der Wand. Ja, ich kann. Hast du die Variante gewirkt, mit der du Hände freikriegst? Sehe ich jetzt nicht. Nee. Dann musst du die Formel die Geste wegmodifizieren. Habe ich nicht getan. Du kannst es gerne versuchen. Ich würde einen Umbra Porter wirken. Verdopplung der Reichweite. Umbra Porter? Und ich würde mich dann nicht. Würfel erstmal selber eine Sinnenschärfe. Du dich jetzt wieder hinter ihnen und sagst, erstmal gibst du mir eine Sinnenschärfeprobe, damit du das überhaupt mitbekommst. Denn du klebst erstmal mit deinem Kopf an der Wand. Mit dem Kopf. Dann Aquafaxius ist es, ich glaube, der kostet 3 Aktionen. Wie lange brauchst du? 3 Aktionen, ich würde verkürzen. Okay, ja, Aktionen braucht jeder Faxius. Verkürzt auch, halbiert einmal, dann hat noch 2 Aktionen. Die ist frei, wird für die Junior Ini hat, keine Ahnung. Ja, okay, dann ich guck gerade mal, ob ich die für. Ich habe ihn eingetragen, ja. Kampf. Initiative. 18. Ui. Ich habe eine 20. Gut. Dann bist du als erstes fertig. Ich würde, wie gesagt, Oma Porter, verkürzt Zauberdauer,
Vergrößerte Reichweite, das macht insgesamt plus 5. Wohin? In irgendeinen Schatten, ich finde. Okay, also du hast auf alle Fälle die Schatten. Auf die Dämonenarche, komm, auf die Dämonenarche. Also unter der Dämonenarche sind halt auch Schatten, das ist okay, aber die größten Schatten, die geworfen werden, sind eben die beiden blinden Tore. Naja, der Gang, aus dem wir kamen, hat einen Schatten, oder? Denn wir haben jetzt keine Lampen dabei. Das kannst du auch machen. Die Reichweite wird ZW-Schritt, also in dem Fall 10 dann kannst Schritt. Du nur zurück in das Tor, aus dem du, oder in das, in die Höhle, aus der du gekommen bist. Aber ich habe verdoppelt, also insofern erhöht sich ja die Kategorie der Reichweite, nicht wahr? Ja, du kommst halt nicht mal unter die Dämonen. Nein, sag das nicht zu früh. Der hatte recht, die Kategorie erhöht sich, nämlich ZW mal 3 Schritt. Und da kommst du raus auf. Wie viel? Also auf die nächste, ich gucke gerade ZFW-Schritt, die nächste wäre einen Schritt oder ZFW mal 3 Schritt. Ja. Also es wären dann bei 30. Der Umreporter startet nicht bei einem Schritt. Der Umreporter startet bei 7 Schritt. Bei 7 Schritt, das heißt die nächste. ZFW-Schritt, schön so. ZFW, das geht. Okay, die nächste ist dann tatsächlich 30, okay. Aber warte mal, du hast ihn aus deinem Stab gesprochen, oder? Nein. Achso, okay, das wollte ich jetzt nicht gerade wissen. Wo ist dein Stab eigentlich? Wahrscheinlich um den Bauch gebunden, oder? Er hat ja Seil, stimmt ja. Ja, wie gesagt, komme ich jetzt da rüber mit 30 Schritt in Schatten irgendwie näher? Nein, also die Höhle ist halt von da, wo du bist, sind das 90 Meter. Gut, dann muss ich halt mich zurück wieder in die Sonne. Aber 30 reichen bis? 30 reichen noch bestimmt bis auf die Dämonenarche. Unter die oder auf die die Dämonenarche geht auch, ja. Nee, ich bin nicht unter einen Dämonen oder auch. Komm, einen. Du dann nicht bist du zurück im Tor. Ja. Also ich muss ja mal in die Sauer suchen. Also ja, plus 5 erstmal. Ich nehme an, es lief nicht gut. Es lief überhaupt nicht gut. Ich nehme an, wir hauen ab. Ja. Ich renn los. Das tun wir. Ich habe einen Befehl, ich kann Athletik. Rennen. Bitte, danke. Athletik, langfristiger Dauerlauf. Wir wissen beide, dass keiner von uns diese Spezialisierung... Oh, ich habe 3 Punkte Athletik. Das reicht. Das reicht. Wow, das Messer auf ihm. Der ist natürlich damit beschäftigt, dass er seine ganze Masse mit sich rumschleppen muss. Mira neben euch fängt auch an zu laufen. Und der kleine Tikala eben auch so. Damit fängt er an zu laufen.